Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Ja, im letzten Part, Entschuldigung, haben wir das DLC angefangen nach vollständiger Suche. Aber wir haben es gefunden und jetzt spielen wir The Old Hunters. Und ich bin mal gespannt, was hier noch alles vor sich geht. Und ja, die Jäger sind keine einmaligen Gegner. Dafür gibt es auch viel zu viele. Reichweite. Oh, er hat mich getroffen. Oh, ich muss noch eigentlich noch einmal, wäre toll. So. Gott sei Dank droppen die ganz gut Blutfiolen. Du, da unten haben wir alles abgelootet. Können wir mal hier lang gehen? Weiß ich, dass jetzt hier zwei Hunde kommen. Die sich nicht so schlimm sind, aber hier steht noch ein Jäger. Den wir damit auch umgeliedet hätten. Oh, und noch ein Dunstedelstein. So, jetzt gehen wir aber. Gehen wir hoch oder runter? Gehen wir hier lang. Hier runter. Da ist ein Hund. Da gibt's auch noch Leute. Molly. Dürfte ruhig weitermachen. Na, der Hund ist auch nicht mehr im Guten. Für die Jäger. Sorry, Dude. Ich meine, sehen die ja doch noch irgendwo. Fällt mir ja gerade so ein. Boah, was? So ein Viech? Was? Was war das? Was war das? Bitte was? Was? Ein MG? Ihr Wichser. So was müsst ihr mir sagen? Wow, was war das für eine Knarre? Das sieht ja auch cool aus. Guck mal hier, Molly. Na, der hält nicht so viel aus wie die anderen. Dafür gibt es da unten gleich einen, der ein bisschen mehr aushält, der mich auch rumgenietet. Was sind wir da oben? Ach, der One ist runtergejumpt. Was sind die Viecher noch? Der hat eine Seele in der Knie. Gut, Seele habe ich wieder. What the hell? Tschüss. Der Typ. Stück ekliger. Arschloch. Weg. Du musst ruhig hinterherkommen, aber ich mach dich hier unten wieder. Weiß ich jetzt schon. Sorry. Schwert ist groß. Oh shit. Ist ja noch einer. Was? Gewürm. Das ist Gewürm. Ist es dieser Wahnsinn, der die alle befallen hat in der Art? Hat er mich im Visier? Nö, der metzelt gerade noch so ein bisschen die Typen nieder. Es kann sein, dass er irgendwann mal hinter mir steht auf einmal und dann habe ich Panik, aber noch ist es nicht so weit. Achso, ich hätte auch einfach da unten reinlaufen können, sehe ich gerade. Ups. Du von ein? Ich wieder runter. Bestienschlitzer. Da hätten wir das erste neue Item. Ich strahle gerade über beide Ohren. Was kann das Ding? Oh, schön Angriffskombo. Das ist die scheiß Peitsche! Ah, okay, es ist aber noch so eine. Okay, das ist der schwere Angriff. Okay. Okay, mit dem kann man auch aufladen. Kann man den aufladen? Nein, den kann man nicht aufladen. Okay, wird leider nicht eine Waffe für mein Repertoire.
sieht doch verdammt geil aus, leck mich am Arsch. Bleib jetzt aber mal drin. Einfach mal so. Ah, happy. Volle happy. Gut, da waren wir, da kommen wir her, da können wir runter. Da kann man hoch, da will ich noch nicht hoch. Ich lass mal hier runter. Was haben die Viecher von einem? Warum? Greifen die zu? Warum greifen die nicht an? Was? Warum? Jetzt muss ich mal kurz gucken, was das für Gewürm ist. Hier. Windet sich in Dreck. Okay. Ja klar, natürlich kein DLC ohne euch. Mach die mal auf. Ah, warte mal, das ist ein Jäger. Nee, den kriegen wir. Sieh ich nicht. Der hat den Bestienschlitzer. Ich würde sagen, wir sollten nicht treffen. Die habe ich gerade nicht machen können. Treffen wir die Blume nicht. Süß. 29 mit dem Scheiß. Okay, ich bleib bei der. Zwei Blutfiguren. Schön. Ah, der hat was gedroppt. Gib mir so viele Blutfiguren, wie ihr wollt. Okay. Hätten wir den Shortcut geöffnet. Da kommt ein Viecher raus. Wird das da oben angezündet? Ja, wird. Bye, guys. Huh. Jetzt auch hoch. Alter Jägerwand. Nice. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Fashion? Nee. Oder? Oh doch, könnte man eigentlich nehmen. Oder? Nee. Ja, was habe ich gerade drin? Immer das Henkersgewand kann das sein. Oder? Oder? Doch, habe ich drin noch. So, aber vielleicht sich der Form merken, bevor man es abrüstet. Die verziehen sich in die Kirche. Ich hole euch. Fickt euch. Wer bist du? Du bist groß. Du bist anders vor allem. Du kannst hüpfen. Du siehst aus wie Jax. Hab dich. Boah, 6 Blutfiguren von dem Kerl. Nice. Will ich da hochlaufen? Ich will da nicht hochlaufen. Ich weiß nicht, was da oben ist. So, hier habe ich schon geguckt. Hier ist nichts mehr. Wow. Ah, ja, okay. Zu der Hemmeck kommen wir gar nicht. Mollys. Es kann sein, dass da oben nicht unser Boss wartet. Ich grase jetzt aber erstmal hier alles ab. Ha, da geht's auf jeden Fall runter. Richtung Ding. Richtung verlassene Kathedrale. Ich habe Angst. Ich glaube, da oben war doch echt ein Boss. Tut's halt ohne Scheiß. Das ist ein Boss. Achso. Gib ihm. Ich würde nur das Item, was ohne dir liegt. Ich will nur das Item. Ich will nur das Item. Oh mein Gott. Okay, wir gehen ganz leise wieder. Nicht die Klerik.
die Kleriker bei Stärke. Ernsthaft? Ernsthaft? Dude. Dude, ich will nicht kämpfen. Man kann nicht gegen sie kämpfen? Na gut, gehen wir wieder. So, das ist echt mehr als merkwürdig, aber auch interessant. Ich gehe jetzt mal kurz back und guck, was ich mit diesen 30.000 Seelen anstellen kann. Beziehungsweise nö. Ist ja kein Boss oder so. So, es ist ein Boss. Da bin ich mir recht sicher, dass das ein Boss ist, aber irgendwie hat er gerade noch keinen Bock auf uns. Was mir jetzt eigentlich gerade mal nicht so unrecht ist. Naja. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Auch wohl lustig kann es sein. Du Wichser. Ein Wichser. Das sind noch eine. Ach, das ist die. Ja, was soll ich gerade hinten? Ja, Jahren haben Spasten, seid alle gleich. So, ausgeballert hat sich's. Gut. Die sprechen noch nichts. Ihr seid verflucht. Durfte eigentlich kommen, aber das sind irgendwie andere Typen. Und der blutrote See da unten gefällt mir. Das da gefällt mir eigentlich echt gar nicht. Da ist ein Jäger dabei. Das ist eine Bombe? Das ist eine Sprengfalle? Wow, die haben dazugelernt. Das ist so ein Typ mit dem Hammer. Arschloch. Geht die an mir? Nee. Uah, da ist er. Also die Typen sind echt übel. Die Kleriker bei sie macht mich fertig, die da oben rumhängt. Die macht mich voll nieder. Das ist überhaupt nicht Born bzw. From Software typisch, einfach mal so einen Gegner dahinzustellen. Ja gut, der sitzt dann halt. Nimm das Item von ihm und geh wieder. Viel Spaß damit. Dann denke ich mir immer, what the fuck? Why? Why you do this? Das Problem ist, die Jäger geht, das sind halt auch recht zäh. Aber sie droppen ja gut Blutfiguren. Ja, verkauf euch Krähen. Die wollen eh nichts von mir hier. Oder? Nee, die alle noch Schiss von mir. Dann gehen wir mal wieder. Nachher hängen sie mir wieder in den Rücken. 100 Pro.
Oh, ich werde gerade von den Viechern auseinandergepflückt. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass da einer auf mich geschossen hat oder irgendwie mich angegriffen hat, aber es scheint irgendwie nicht so zu sein. Kommt der Typ wieder raus? Oh ja, der Dicke kommt wieder. Okay, ich gehe wieder. Der schlachtet die ab. Der droppt hier 6 Blutvieh und ich will das Zeugs von dem haben wieder. Nicht so. Fuck! Nicht gedacht, dass es ein One-Shot ist. So wie es scheint, ich habe den so ein bisschen durchschaut, seine Glocke, seine Axt bonkt ja so wie eine Glocke. fuck, die 30.000 Seelen, die ich echt gut gebrauchen könnte nachher zum Leveln. Was jetzt zum Leveln, zum Aufrüsten und so weiter. Wenn der bonkt, macht er irgendwie Zusatzschaden mit seinem, mit seiner Axt. Deswegen, ich hatte gerade eben, bei dem ersten Angriff hat mich die Axt, glaube ich, nicht erwischt, aber dafür dieser AOE-Damage, der drumherum fleucht ein bisschen. Und deswegen bin ich zurückgeflohen, beziehungsweise deswegen habe ich Schaden bekommen und gerade eben bin ich gestorben. Ich wäre durch den Angriff eigentlich nicht draufgegangen, wäre nicht dieser Bonus-Damage dabei gewesen. Gut, hepper. Verblufion. Na gut, ist ja nicht, nicht schwer. Ah, der Typ war vorher da. Komm mal raus. Aua, das ist ein Knall. Der scheißt aber auch gekommen auf mich, gell? Hey, da lebt noch einer. Sollte die mal wieder auskämpfen. Oh, den hätten wir. Blut echt was erlangt. Das ist nice. Fuck. Zu weit weg. Der ist nicht einfach. Gerade eben dachte ich, er will unbedingt seinen Glockenangriff machen. Seinen AOE-Damage, aber wollte dann irgendwie doch nicht. Ach, den muss ich noch ein bisschen verstehen. Aber der macht Spaß. Das heißt, der macht Spaß. Der ist jetzt nicht so schlimm. Und der Weg ist recht kurz und die Gegner auf dem Weg sind einigermaßen moderat. Achso, das ist eigentlich recht machbar. Leider habe ich noch nicht die Waffe, die ich dachte, die Waffe kriege ich vielleicht ganz am Anfang, scheint aber nicht so. Es gibt eine Waffe, die habe ich jetzt im, das ist die einzige Waffe, die ich jetzt, ich habe mir den Trailer für The Old Huntress angeguckt. Aber die einzige Waffe, die ich wirklich kenne, die ich weiß, dass es sie gibt, aber ist eine andere, die ich noch nicht gefunden habe. Also ich habe bis jetzt ja nur eine gefunden, aber die haben wir auch nicht gesehen. Und die hätte ich eigentlich gern, weil das ist so ein Spielsystem, das ich ganz arg mag. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert, aber ich glaube, sie wird geil. Mehr spoilere ich jetzt mal nicht. Mach mal den Feuerball an. So. Dass du immer noch lebst? Ah. Geht hoch. Rennt. Rennt. Rennt zu Mutti, ihr großen Weicheier. Meine Seele. Niemand? Niemand ist uncool. Ich weiß, ich habe gerade die Augen von ihm abgewandt. Was in Born und Souls immer ein Riesenfehler ist. Ja, meine Seele. So unfair.
zählen? Ja. Okay. Aber 6 Blut führen wieder. Jetzt geht's wieder hier runter. Da oben chillt einfach die Klerikerbestie in dem Stuhl drin. Denkt sich, kein Bock heute auf Jäger. Ja. Radar, radar, radar. Radar, radar, radar. Radar, radar, radar. Radar, radar, radar. Aua, ich hab erwischt. Flatsch. Gut. Kann ich die mich selber bedienen? Nee, natürlich nicht. Da steht eine scheiß Falle. Da steht eine scheiß Falle. Die habe ich nicht gesehen. Ihr Pisser. Gut. Aber die Zeit ist rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Bloodborne für heute. Das nächste Mal geht's weiter, wenn wir das DLC-Gebiet, den Albtraum des Jägers, weiter erforschen. Sag ich bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.